Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Torchlight 2. Hallöchen, wie geht's? Ja, wir sind jetzt in den ganz dunklen Minen, ne? Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt dem Spiel vielleicht bald durch sein könnten. Wir sind dem Alchemisten nämlich echt schon nah auf der Spur. Wir sind noch in Akt 3, oder? Könnte Ja, jetzt ist sein, noch dass jetzt Akt gleich 3. Akt 4 anfängt. Das kann ja sein. Das kann auf jeden Fall sein, ja. Bist du nicht Falls es hier? überhaupt einen Akt 4 gibt. Ja, das kann auch sein, dass das Spiel nur 3 Akte hat. Diablo 3 hatte 4 Akte. Und 5 Akte mit Addon. Aber in Torchlight 2 kann man so viele Akte haben, wie man will, weil die Leute alles modden. Ja, wir könnten theoretisch noch 30 weitere Akte hinzumodden. Genau. Uiui, der zieht einen ran mit seiner Kette. Ah, deswegen war der plötzlich so nah. Oder Ja. wir waren nah an ihm. Irgendwie gefällt mir das nicht. Hier ist alles voller Feuer. Na, wir können ja auf Sicherheitsabstand gehen. Ja, können wir. Wow, wow, wow. Das wäre ein Arcade-Spiel, so ein richtig schöner Münzenkiller. Ja, auf jeden Fall. Ha, ausgewichen. Zwergen-Ehrenwache. Edge, Edge. Ich bin seiner komischen Kette ausgewichen. Sehr gut. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen stiller bin. Ich habe im letzten Mal schon gesagt, dass ich Probleme mit dem Magen habe und ich habe noch ein paar Magenschmerzen jetzt. Ja gut, dann überlege ich mir gerade was, worüber ich ein bisschen was erzählen kann, wenn man hier vor lauter Action überhaupt dazu kommt, zum Reden. Eine ziemlich interessante Erfahrung, die ich nämlich letztens machen durfte, war die Oculus Rift gewesen. Ja, Da, eine sehr interessante neue Technik. Ich bin gleich tot. Vor allem ist es interessant, wie der Körper auch teilweise auf diese Technik reagiert. Also, ich durfte halt eine Oculus Rift selber schon mal antesten, weil der Freund meiner Schwester hat sich eine Entwicklerversion davon geholt. Der ist selber auch, macht ein Informatikstudium und sowas alles, deshalb interessiert ihn die ganze Technik natürlich dahinter. Ja, und ich selbst durfte dann dementsprechend mal das bei ihm antesten, wie das so ist und funktioniert und so weiter. Lustige war, er hatte mir zum Beispiel so eine Achterbahn-Demo gezeigt gehabt. Das heißt, man nimmt, sitzt die, er setzt die Brille auf und sitzt dann quasi in der Achterbahn. Wenn man sich nach vorne lehnt, fährt der Wagen schneller, wenn man sich nach hinten lehnt, fährt der Wagen langsamer. In der echten Achterbahn funktioniert das nicht. Nee, nicht, aber es gab auch zwischendurch einen Abschnitt, dort konntest du die Geschwindigkeit nicht einstellen, sondern da war wirklich Maximalspeed vorgegeben. So, das Lustige war, so eine Achterbahnfahrt, ja, jeder, der schon mal in der Achterbahn weiß ungefähr, wie sich das so anfühlt im Bauch und so, das ganze Gekribbel. Oh, ich bin in den USA, habe bestimmt 20 Achterbahnen gefahren. Ja, genau. Das Lustige ist, der Körper selbst, also zumindest wenn man wahrscheinlich schon mal irgendwann in Achterbahn gefahren ist, imitiert quasi die ganzen Gefühle, die man bei einer normalen Achterbahnfahrt auch hat. Was, Also, diese ganzen Gehkräfte? ja, nicht, also im Prinzip hat man genauso so einen flauen Magen und sowas alles, meine ich damit. Also, du hast genau im Gefühl zumindest so grob, als würdest du wirklich tatsächlich diese Achterbahn da gerade fahren. Vom Bauchgefühl und alles. Wie interessant. Das kommt wahrscheinlich einfach daraus, dass der Körper halt das, was er sieht, mit einer vorigen Erfahrung verbindet, eben schon mal Achterbahnen gefahren sein und ja, das dann irgendwie so ganz komisch imitiert. Was man aber tatsächlich sagen muss, nach einer Zeit wird einem mit der Oculus ziemlich schnell schwindelig, weil man da tatsächlich ziemlich da rumsitzt und der Gehirn wird mit den Augen vorgespielt, man will die ganze Zeit sich bewegen. Das erinnert mich ans Tanzen. Wenn man da bestimmte Drehungen macht, sagt der Tanzlehrer immer, man muss Spot-Turns mit dem Kopf machen, also in die Richtung schauen, in die man sich dreht, sonst wird einem nur schlecht. Ja, Problem ist beim Oculus Rift, egal in welche Richtung du guckst ja immer in die Brille hinein. Ja. Zwar werden die Bewegungen ja auch auf diese Welt, in der du dich da bewegst, übernommen, aber so ein bisschen macht das Gleichgewichtsorgan dann trotzdem nicht so ganz mit, also sprich Ohren und so. Lustig war dann später, als ich Half-Life 2 auf der Oculus spielen durfte, da bin ich nach kurzem Spielen schon so richtig panisch geworden. Ich weiß nicht, kennst du den Anfang von Half-Life 2 so ungefähr? Nee, den kenne ich nicht. Aber Also. Half-Life ist halt schon ein bisschen gruseliger als für ein Sci-Fi-Spiel, das weiß ich. Ja, genau. Ja, es hat so angefangen, es fängt im Prinzip so an, dass du in eine, ja, Anstalt kann man es nicht nennen, es ist so ein ganz spezielles Gebiet. Kommst und dort wollen sie halt dir zum Beispiel die kompletten menschlichen
menschlich-tierischen Instinkte austreiben, wie zum Beispiel Paarungsinstinkte und sowas alles, weil der Mensch angeblich jetzt unsterblich sein kann. Okay. Und da wäre wäre der Paarungsinstinkt nur hinderlich. Ja, wenn man unsterblich ist, dann ist es vielleicht tatsächlich hinderlich für einen Menschen, wenn er sich paart. Oder Allerdings. ja, das wollen sie halt alles austreiben und sowas alles. Du bewegst dich dann dort herum in der Anstalt dort. Und ziemlich früh beginnt eine Art Verfolgungsjagd. Da wirst du von so maskierten Männern verfolgt, weil du entlarvt wurdest. Und während dieser Verfolgungsjagd bin ich schon ganz, ganz, ganz schnell ganz extrem panisch geworden. Einfach weil das alles so real vorkam. Also, Scheiße. die Oculus hilft das ja Tot. immer noch nicht für die normalen Kunden raus, sage ich mal. Die Infinity-Version kann man kriegen. Ja, genau. Die Entwicklerversion, das war die, die er sich geholt hatte, der Freund meiner Schwester. Und Oculus Rift tut natürlich die Horrorspielentwickler anlocken. Oh ja. Also, ich will, glaube ich, schon gar nicht. Ich will einfach keine Horrorspiele mit Oculus Rift spielen. Ja, aber das ist Sorry. prädestiniert dafür. Ja, ist es auch. Ich werde das auch wahrscheinlich machen, Aber es soll aber. auch eine Menge Scheißspiele schon geben für Oculus Rift. Oh. Ja, so viel gibt es aber tatsächlich noch nicht. Aber was halt interessant ist, ist, dass Valve, also Valve, ich nenne sie immer Valve, Ich deutsch auch. ausgesprochen, schön. Die haben sich halt rangesetzt und haben ihr komplettes Source Engine so umgebaut, dass sie mit der Oculus Rift schon kompatibel ist. Sprich, Das alle finde Spiele ich von. sehr beeindruckend. Sprich, Oh, da ist alle ja ein Spiele Champion. von Valve kannst du schon auf Oculus spielen. Mit Krass. mit allen Features. Was ich letztens gesehen habe, war ein Video, das hat mein Mann angeschaut, nämlich das Elders React to Oculus Rift. Also ältere Menschen, die eine Oculus Rift aufgesetzt bekommen. Die waren alle ganz schön begeistert. Die haben zuerst ein Spiel gezeigt bekommen, wo die halt in so einer Art Hausumgebung sind. Das fanden sie alle richtig, richtig toll. Und dann hat einer von denen gesagt, oh, zum Glück sind sie nicht auf einer Achterbahn. Ich würde mich bestimmt übergeben müssen. Und dann haben sie diese Achterbahn-Simulation gespielt. Das stimmt die, die du angesprochen Ja, hast. genau, das sollte, glaube Und ich, da tatsächlich haben sie sein. alle lachen müssen. Oh, die waren echt total begeistert von dem Teil. Ja, ich glaube, so was Ähnliches gab es ja damals auch schon mal. Oder zumindest so Ansätze dafür, da haben aber die Entwickler noch nicht so ganz mitgespielt. Weil es gab schon mal sowas wie Virtual Reality. Ja, eben auch nochmal, auch schon damals irgendwie mit solchen Brillen. Okay, das kommt mir jetzt überhaupt nicht bekannt vor, das ist an mir vorbeigegangen. Was ich jedenfalls noch weiß, ist, dass das Sony mit Project Morpheus bereits für die PS4 was Ähnliches machen möchte. Ja, das ist klar. Die Konsolenfassung der Oculus Rift, denn die ist ja für PC. Interessant ist tatsächlich, wie die Oculus Rift teilweise dann auf technischer Ebene arbeitet. Im Prinzip ist es nicht sehr viel anderes, als würdest du einen weiteren, beziehungsweise zwei weitere Monitore an den Rechner anschließen. Ich habe das, glaube ich, schon mal gelesen, aber das ist mir alles zu hoch. Ja, gut, aber Monitor kannst du ja, wirst ja selber auch in Windows anschließen können, oder? Ja. Ja, und im Prinzip so viel anders läuft das halt nicht von der Technik her. Okay. Aber dass die das alles in dieses winzige Ding packen, ist beeindruckend. Ja, es sind halt zwei kleine Handybildschirme, OLED-Displays, also die, glaube ich, auch beim Samsung Galaxy genutzt wurden. Aber noch einer früheren Version des Galaxies, zumindest noch in den Entwicklerversionen. Du hast nur eine Pixeldichte von 800 mal 400 und etwas oder so. Also, Ja, das habe ich ja. auch gehört, dass die Grafik halt noch nicht so schön ist, die Ja, Auflösung. ich glaube, das wird sich auch noch verbessern. Was man aber tatsächlich merkt, die Grafikkarten sind schon gut gefordert bei den Dingern. Jedenfalls eins muss ich dazu noch sagen, wenn die Oculus Rift aussieht, sieht aus, als ob er gerade aus Star Trek entsprungen wäre. Ja, das wird sich aber wahrscheinlich auch nicht ändern können. Ja klar, aber es sieht Dafür muss. trotzdem wohl Science Fiction aus. Dafür muss zu viel Technik in das Ding rein. Zumindest noch, bis die Technik wieder Oh nein, oh kleiner nein, ich ist. bin fast tot. Shit. Ich weiß, dass ich schwer verwundet bin. Hör auf, mich anzureihen. Ich glaube, ich werde später ein Magenmittel nehmen. Oh, ich krieg immer Magenschmerzen, wenn ich Stress habe. Wenn ich dann noch irgendwas Falsches gegessen habe, dann gute Nacht. Oh fuck, ich habe keinen Mana mehr. Wenn ich mich hier jetzt so aufrege, dann tut's gleich wieder weh. Ja, auf jeden Fall, Oculus Rift sollte man zumindest mal probieren, sobald sie auch raus ist. Ob man sie sich dann selbst kauft, weiß ich nicht. Ich hoffe mal, Wollen die wir. wird dann in den Videospielmärkten rumlegen, dass man sie mal aufsetzen kann. Ja, zum Beispiel. Darauf wollte ich ein bisschen Obwohl, wer die hinaus. dann alles da auf hatte, ich weiß nicht, ob ich sie dann aufsetzen wollte.
Trink gerade mal einen Schluck. Ich brauche gerade mal einen Schluck zu trinken. Moment. Mach das. So. Oh, irgendwie habe ich keine Lust, bei dem jetzt hier was groß zu verzaubern. Oh, der Verzauberer, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Aufzug nach unten. Das heißt, dort geht's weiter nach unten, dann. Das war jetzt ziemlich linear, oder? Gab es noch irgendeine Abzweigung? Ich guck grad. Nope, wir haben alles. Aber es war nicht ganz so linear, wie du dachtest. Okay. Eben So, konnte ich schauen wir deine mal. Tasten richtig gut hören. Ja, ich habe auch ein bisschen stärker drauf gehämmert. Spaß halber. Ach ja, jetzt erstmal ein paar Tage semi-frei. Ich muss ein bisschen was Vorbereitendes für Klausuren tun, aber ansonsten werde ich die Tage immer so nutzen, dass ich ungefähr die Hälfte des Tages für Aufnahmen nutze und die andere Hälfte für die Vorbereitung auf die Klausur. Ich hoffe, dass ich von was ganz anderem befreit bin, nämlich vom Baustellenlärm und Baustellen auf Straßen. Wir hatten ja die ganze Zeit Ferien bei uns in Hessen und Rheinland-Pfalz, wo ich arbeite, und neben uns auf der Arbeit Baustelle, den ganzen Tag richtig Lärm. Ich habe richtig blöde Flüchtigkeitsfehler gemacht und ich sage, das war nur wegen dem Baulärm. Alle Straßen zugebaut, ich brauche eine halbe Stunde länger, bis ich mal daheim bin. Ja, Sagt mir gut. bitte, dass das jetzt alles vorbei ist. Wenn die Hoffen ganzen wir es doch. Berufsverkehr wieder da ist, dann muss ich ja sogar früher aufstehen. Nein, fuck, Du ich bin bist schon wieder tot. tot. Ich auch bald. So, weg Aber mit dem Zwergenkampfturm. was mir gerade einfällt, worüber man tatsächlich nochmal reden kann, ist die Fortsetzung oder beziehungsweise der Remake in des unglaublich schönen Spiels, welches wir beide unglaublich mögen. Das kann ja eigentlich nur Isaac sein. Ja, genau. Der Trailer ist draußen. Und Ja, das genau. ist der worst fuck I've ever seen. Ja, der Trailer selbst war schon ein bisschen kurios. Und ist so. Jetzt bin ich schon wieder tot, Oh scheiße. je, du. Ja, der Trailer war merkwürdig. Tatsächlich fand ich aber ziemlich interessant dieses Gameplay von der PAX. Das habe ich mir nicht angesehen, das wollte ich mir nämlich nicht spoilern. Ja, gut, ich selbst fand das ziemlich interessant. Vor allem mehr oder weniger die Mechanik erklärt zu bekommen, wie das mit dem Koop-Spielen funktioniert. Oh, das kannst du mir ruhig erzählen. An der Mechanik interessiere ich mich auch. Ich wollte jetzt nur nicht sowas wie neue Items oder so sehen. Nee, nee, das ist Sache, das werde ich dann jetzt absolut nicht sagen. Koop-Spielen funktioniert halt so, dass das Baby, was du bekommst, das kann halt spezielle Effekte bekommen. Zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest Das mit dem. weiß ich bereits, dass man Okay, verschiedene Babys kriegen kann. mit dem Trollbomben-Baby zum Beispiel, ne? Genau, das war das Mini-Let's Play, das der Edmund mit seiner Freundin gemacht hat. Ja, Gott, wir genau. werden hier gerade von Gegnern umkreist. Nicht Ja, gut. wir sollten ein bisschen zurückziehen und die ein bisschen ranlocken. Ja. Ups. So, Hilfe habe ich geholt. Die sind zwar ein bisschen komisch erschienen, aber was soll's. Ja, das Baby selbst übernimmt sämtliche Verbesserungen, die du selbst aufnimmst, sozusagen. Sprich, wenn wir jetzt was aus dem alten Spiel nehmen, den Wirecode-Hänger zum Beispiel, die erhöhte Tierrate, Genau. die nimmt das Baby genauso gut mit. Also das erhält das Baby auch. Oder wenn du so Common Cold aufnehmen würdest, die Giftträne. Ja, genau. Also so ziemlich alles, was halt deine Tränen verändert und auch deine Geschwindigkeit und sowas alles verändert, verändert auch das Baby. Das Baby selbst kann keine Items aufsammeln. Es kann nämlich fliegen und es wäre ein bisschen OP, Ja, wenn genau. es auch Items aufnehmen könnte. Sonst würde man das einfach auch nur ausnutzen. Ja. Ich meine, seien wir ehrlich, hätten wir wahrscheinlich genauso genutzt, um an Items ranzukommen. Wieder drei, vier von denen. Ja, was kommt noch alles dazu? Das Leben stehlen vom Leben. Ja, genau. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht genau heraussehen können, ob das Baby dir einen Herzcontainer abnimmt oder ob das den Nee, es nimmt rote ein Herz. Herzcontainer ab. Ja, ich meine, ob es einen roten Herzcontainer abnimmt oder einfach nur ein normales Herz. Also Es einen nimmt ganzen einen Kon. ganzen Herzcontainer ab. Okay, Pro dann wenn es stirbt, Stufenaufstieg. also wenn es stirbt, verlierst du auch den Nee, Herzcontainer, dann kriegst du genau. den zurück, glaube ich. Aber leer, dann, Ja, er ist stimmt. leer. Okay, bei den Seelenherzen ist es so, wenn das Baby, das nimmt bevorzugt Seelenherzen, wenn du welche hast. Ah, das habe ich jetzt noch nicht gewusst. Und wenn es stirbt, hinterlässt es das Seelenherz auf dem Boden. Oh, cool. Das heißt, man kann es gerade wieder aufnehmen und es wieder rufen. Ja, genau. Ich muss gerade gucken, ob ich Charakterpunkte gekriegt habe. Jawohl. Problem in diesem 40 Minuten Gameplay war, das eine Mal, als er mit dem Seelenherz gestorben ist, ist er direkt über dem Abgrund gestorben und dann lag das Seelenherz auf der anderen Seite des Abgrunds Na toll, und konntest nicht er konnte es nicht geholen, wieder was? aufsammeln. Ja. Da musste dann also ein rotes Herz geholt Dann, werden. ja. Es ist aber nett, dass Seelenherzen bevorzugt werden. Das macht das Koop einfacher.
Und vor allem bietet das auch sehr, sehr viele strategische Möglichkeiten. Es gibt ja immer mal wieder so Momente, wo du denkst, ja gut, ich möchte jetzt hier gerade hier kein Seelenherz, möchte gerade kein Seelenherz haben, sondern möchte ein paar rote Herzen verlieren. Genau. Und dann nimmt man dein einzelnes Seelenherz, nimmt man weg, um dann anschließend es wieder zurückzugeben. Genau. Was ich gehört habe, dass die Mechanik mit dem Stehlen des Lebens ist gekommen, weil der Edmund, der Kopf in der Isaac, das so klasse fand, dass man das in Spielen wie Contra 3 früher machen konnte. Na, ah, okay. Contra 3 sagt dir bestimmt was, oder? Ja klar, das habe ich, das Let's Play hatte ich selber geguckt. Ich habe das Spiel selber mal irgendwann durchgespielt gehabt. Ja, ich habe mir mal einen Ultra-Hard-Mode davon angesehen, vom Sushimaru, und Ja ich genau, von glaube, dem habe das ich mir das dafür auch war es angesehen. gewesen. Das war so zum Totlachen. Ja genau, das hatte ich mir auch angeguckt. Ja. So, waren sonst noch irgendwelche Sachen über Coop? Denn das meiste, was du gesagt hast, habe ich schon an dem Blog gelesen gehabt. Also, außer das mit dem Seelenherzen, das wusste ich noch nicht. Ja. Gott, es wird immer mehr. Scheiße, ich bin tot. Ja, tatsächlich kann das Baby auch jederzeit wieder aussteigen. Wenn du zum Beispiel gerade du wenig Herzen hast, kann es dir dann das Herz auch zurückgeben. Also Oder das halt Herz, auch was es jetzt ist. nicht, Ja, oder auch weil es halt ja ein nicht. leerer Herzcontainer ist. Ja, nee, wenn das Baby aussteigt, von Ach selbst, dann so, ist das komplett stimmt. zurück. Wenn er von selbst aussteigt. Das ist dann gut, wenn man mal zwei Leute hat und der andere muss dann plötzlich irgendwo hin. Zum Beispiel, wenn man nur kurz Zeit hat und zum Beispiel muss demnächst zur Arbeit, kann man da mal kurz zusammen spielen. Der kann dann aussteigen, der andere kann allein weitermachen. Ja, Also genau, dieses das. dynamische Ein- und Aussteigen finde ich klasse. Ja, genau, Oh, und ich das. muss wieder verkaufen. Ja, gut, und da gibt es dann halt auch spezielle Taktiken, die man damit verfolgen kann und so, ne? Ja. Natürlich. Dann wurde versprochen, also das konnte man im Video zwar noch nicht so sehen, aber wurde versprochen, dass es später in Verbindung mit den Babys unglaublich viele extrem gute Strategien gibt, wenn man gewisse Tränenkombinationen gesammelt hat und dann sowohl mit dem Baby als auch mit dem Isaac dann da rumläuft. Das finde ich ja immer spannend. Also ziemlich gute Synergien, wie sie es, glaube ich, so irgendwie genannt haben oder so. Synergies, was? Ja, genau, Synergies. Halt, kann ich die vielleicht benutzen? Nö, ich habe bessere. Gott, habe ich viel Kram. Okay. Ab in die Stadt. Okay. Puh, So, wir haben noch das hier etwas ist. Zeit. Ja, das hier ist auch schon deutlich verwinkelter diesmal. Ja, Als bei und den wir haben so anderen. viele Gegner gehabt bis jetzt. Ich weiß teilweise, ich glaube, ich muss demnächst mal mein Pet Mana Tränke kaufen lassen. Ich bin ständig Mana los. Ich bin schon sehr gespannt auf den Koop. Was ein bisschen schade ist, dass es halt bis jetzt nur lokal geht und nicht über Internet. Aber mir ist ehrlich gesagt lieber, dass es nur lokal geht, anstatt nur über Internet. Ja, das Dann auf kann jeden ich es Fall. nämlich mit meinem Mann spielen, ohne dass wir beide das Spiel kaufen müssen. Oder ihr zwei Playstations braucht. Ja, ich kaufe es erstmal auf PC. Ach so, ach ja, ich habe es ja auch schon für PC vorbestellt. Weil wir wissen noch nicht, wann die Konsolenfassungen bei uns rauskommen. Sollte es nicht auch jetzt genau gleichzeitig rauskommen? Echt? Ich habe nicht geguckt, ob das auch für Europäer gilt. Steam ist immer weltweit. Ja, gut, ich habe jetzt theoretisch habe ich jetzt mal gehört, dass sie ursprünglich sogar nur eine Zeit lang geplant hatten, erst auf PS4 und dann und PS Vita rauszubringen und verspätet für den PC. Haben sich wohl doch gegen entschieden und ist doch jetzt auf allen Wahrscheinlich war gleichzeitig rausgekommen. das, haben die Fans gesagt, verdammt nochmal, wir wollen es aber auf dem PC spielen. So, da unten war ein Ventil. Was zum. Ah, die Hast du Truhe, hier ist eben ein diesen Mimika. Metroider gesehen? Der ist zerplatzt. Ich mach mal das Ventil auf. Oh, das war keine gute Idee. Da ist ein Ja, ich kann Monster die Truhe hier nicht rausgekommen. öffnen, weil ein Mimika und so. Verdammt, ich habe ein Monster gerufen. Oh, ich bin betäubt. Der braucht ja Hilfe. Komm her, mein Monster. Was war noch Interessantes, was jetzt kein Spoiler von irgendwelchen Items war? Ja gut, die größeren Räume hat man natürlich auch schon im Blog bereits gelesen. Ja. Waren ziemlich interessant, auch im Einsatz, wie die sich auch gut angepasst haben an den Random Generator und alles. Es soll jetzt 500 Räume pro Ebene geben. Oder so. Im Original waren es nur 150. Doch so viele? Mir kam das sogar noch weniger vor. Ja, es waren wahrscheinlich noch nicht alle gezeigt worden. Bis alle, oder meinst du jetzt im Original, dass es Im 150 pro Ebene Original. war? Ja, die haben sich teilweise halt auch ziemlich geähnelt. Auch wenn es so ein paar Räume gab, das waren meine absoluten Hassräume.
Zum Beispiel, wenn da so ein verschlungenes, enges Teil war und da waren die Charger drauf. Ja. Schaden vermeiden fast unmöglich. Ja, es gibt sehr, sehr viele neue Monstertypen, natürlich. Ja, oh, Part vorbei. Machen Wir haben so wir viel noch die Monsterwelle geredet. hier. Ja. Ja. Ja, ich hätte. Und ich glaube, über 100 Babys für ein Co. So viele. Ja, so viele unterschiedliche Babys. Okay, dann beenden wir jetzt mal den Part. Jo, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.